Ja, guten Nachmittag allerseits. Ich freue mich, dass Sie hier zu dieser spannenden Veranstaltung gekommen sind. Sie sehen, der Raum ist etwas voller. Und damit Sie das demnächst nicht mehr so haben, nehmen wir das hier alles auf Video auf, damit Sie dann zu Hause bequem in Ihrem Wohnzimmer unter einer kuscheligen Decke im kalten Winter auf der Couch diese Veranstaltung verfolgen können und nicht hier in das kalte, windige Juridikum gehen müssen. Da haben Sie hoffentlich auch einen bequemeren Sitzplatz. Das bedeutet für Sie auch, es wird hier aufgenommen. Wir haben die Kamera so eingestellt, dass Sie auf dem Video nicht drauf sind. Ihre Köpfe sind also nicht drauf. Und das Mikrofon ist auch so, wenn Sie eine Frage stellen, wird die Frage nicht mit aufgenommen, sondern nur meine Antwort. So, das zu diesem technischen Ablauf. Wir haben heute die Vorlesung Grundzüge des Handelsrechts. Ich habe mal für heute eine kurze Gliederung eingeblendet. Wir haben im Wesentlichen 5 Punkte. Das können Sie übrigens auch aus dem Internet runterladen, das ist nicht so spektakulär. Wir wollen diese 5 Punkte der Reihe nach abhandeln. Damit Sie sehen, wo wir dran sind, habe ich die links am Rand auf der Folie eingeblendet. Und ganz unten links hier sehen Sie eine Fortschrittsanzeige, da sehen Sie also, wie weit wir sind. Wenn das Ganze rechts angekommen ist, ist die Veranstaltung zu Ende. Sie können dann entweder Variante A nach Hause gehen und sich einen schönen Abend machen oder Variante B noch hier bleiben, wenn Sie in der Buchstabengruppe waren, die bei mir letztes Semester Schuldrecht gehört haben und sich eine Besprechung zur Klausur anhören und dann Ihre Klausur mit nach Hause nehmen und glücklich und zufrieden weiterleben. So, die Frage, die Sie sich alle stellen, ist, warum sitzen Sie hier am Montagnachmittag bei einem einigermaßen sonnigen Herbsttag im Juridikum oder stehen, was noch schlimmer ist? Anders ausgedrückt, warum machen wir hier Handelsrecht? Ich kann Ihnen das sagen, weil wenn Sie irgendwann mal Examen machen wollen, sagt uns das Juristenausbildungsgesetz, müssen Sie bestimmte Inhalte wissen, nämlich Kaufleute, Handelsregister, Handelsfirma, Prokura und Handlungsvollmacht, Publizität des Handelsregisters, Handelsgeschäfte und Handelskauf. Das Gute ist, das ist alles. Mehr müssen Sie nicht wissen. Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie das gerne machen, nützt Ihnen aber fürs Examen nichts. Das hat einen weiteren großen Vorteil, weil das total wenig ist, können wir das hier mit ungefähr 1000 Fällen machen und danach wissen Sie das so sicher, dass Sie Handelsrecht im Schlaf können und Ihre Oma überblüffen können und wen auch immer, wie gut Sie im Handelsrecht sind. Also, es lohnt sich dabei zu bleiben, denn mehr als das, was Sie hier machen, brauchen Sie nicht. Das bedeutet auch für Sie, Sie brauchen sich kein Buch zu kaufen. Ja, sparen Sie sich das Geld, ein ökonomischer Gewinn, 20 Euro, da können Sie lecker für essen gehen. Sie brauchen kein Buch. Damit Sie auch wirklich kein Buch brauchen, habe ich für Sie ein Skript erstellt, wo alles drinsteht. Ich habe für Sie Fälle, ich habe für Sie Aufsätze und wenn Ihnen das alles noch nicht reicht, habe ich für Sie auch noch einen Online-Kurs, wo Sie lustige Spielchen machen können, Sachen ankreuzen, mit der Maus hin und her ziehen. Es ist also ein bisschen wie Disneyland. So, jetzt sagen Sie, okay, das ist mir alles klar. Dann kommt die nächste Frage. Wenn Sie jetzt nicht morgen Staatsexamen machen wollen, wovon ich ausgehe, welche Erkenntnisse können Sie aus dieser Veranstaltung mitnehmen? Sie lernen zum Beispiel, was ein schneller Geschäftsverkehr erfordert, was Klarheit und Offenheit bedeutet, nämlich in 2 Wochen, wenn wir Firmenrecht machen. Sie lernen zum Beispiel, was Vertrauensschutz ist. Typisches Erstsemesterargument, Hode ist schutzwürdig. Ja, schutzwürdig ist immer so eine Sache. Dieses Semester lernen wir mal, was das wirklich heißt. Und last but not least, für die Leute, die Law and Economics studieren, wir reduzieren Transaktionskosten, indem Sie nicht hier hinkommen müssen und ich das Ihnen auf Video präsentiere und indem wir Handelsrecht haben, wo viele Rechtsgeschäfte standardisiert sind und automatisiert sind, sodass man nicht mehr verhandeln muss. All das und mehr erleben Sie in diesem Theater in den nächsten 3 Monaten. Was müssen Sie noch wissen? Wir werden hier alles machen, was Sie die letzten beiden Semester gemacht haben und das, was Sie die nächsten beiden Semester machen, auch noch. Nämlich, wir wiederholen BGB.
Wir wiederholen Schuldrecht, wir wiederholen BGBAT, wir machen auch noch ein paar Sachen aus dem Sachenrecht und weil wir so gut dabei sind, machen wir auch ein bisschen ZPO. Jetzt denken Sie sich, cool, brauche ich gar nicht mehr zu anderen Veranstaltungen hingehen. Vielleicht, wenn Sie wirklich gut sind, dann nicht, aber ich würde Ihnen raten, ersetzen kann ich nicht alles. Deshalb hier ein paar allgemeine Sachen und das andere lernen Sie dann in Spezialvorlesungen. Ich habe für Sie auch online gestellt eine Gliederung zu dieser Vorlesung. Da können Sie sehen, was wir in welchem Termin behandeln werden. Wenn Sie also ein Lieblingsthema haben, kommen Sie nur zu dem hin und zu den anderen nicht. Und auf dieser Gliederung stehen auch zu jedem Termin Fragen. Und die Fragen sollten Sie am Ende des Termins beantworten können. Wenn nicht, haben Sie wohl was verpasst. Fragen ist ein weiteres Thema. Sie können mich jederzeit unterbrechen. Es kommen hier total verworrene und verwirrende Sachen. Entweder indem Sie reinrufen oder indem Sie sich melden. Wenn Sie weder noch machen, haben Sie auch die Möglichkeit, mir Fragen online zu stellen. Dazu gibt es dieses eCampus, da können Sie in einem Forum mir Fragen stellen und das Ganze ist komplett anonym. Wenn Sie also üble Beleidigungen gegen mich äußern wollen, machen Sie das im Forum und nicht hier live, weil wenn Sie es hier live machen, merke ich mir Ihr Gesicht und dann wird es Ihnen schlecht ergehen. Wenn Sie es im Forum machen, kann ich mir Ihr Gesicht nicht merken, weil da kein Name beisteht. Und ich daher keine Chance habe, herauszufinden, wer Sie sind. Es wird noch nicht mal Ihre IP gespeichert. Sie haben also keine Möglichkeit herauszufinden, wer mich da übelst beleidigt. Also das wäre die Gelegenheit. Das bedeutet aber auch, Sie können da alle Fragen stellen, wo Sie Angst haben, dass Ihre Kommilitonen Sie auslachen. Stellen Sie einfach die Fragen und ich antworte. Und ich antworte meistens noch am selben Tag, manchmal auch am nächsten Tag. Aber es kommt auf jeden Fall eine Antwort. So. Warum mache ich hier eine Wiederholung BGB? Weil hier steht im EGHGB, in Handelssachen gilt BGB nur insoweit, wie es keine Sonderregelung im HGB gibt. Das bedeutet, es gibt keine Regelung zum Abschluss eines Kaufvertrages im HGB. Das heißt, das geht ganz normal nach BGB. Das heißt, alles, was Sie bisher gelernt haben, mit Antrag und Annahme, mit Gewährleistungsrecht, das kommt hier alles einfach nochmal. Sehen Sie, die ersten gehen jetzt schon. Das heißt, Sie haben hier quasi Repetitorium inklusiv. Alles, was Sie schon mal gemacht haben, kommt nochmal. Toll. Ich habe mir auch die Mühe gemacht für Sie, mal geguckt, kommt das wirklich im Examen dran und was kommt dran? Und ich habe das statistisch auf dieses tolle Balkendiagramm gemacht. Und Sie sehen, das Top-Thema ist, wer ist Kaufmann? Das ist das Thema, was in den meisten Klausuren drankommt. Dann Handelsregister kommt auch noch relativ oft, erste Stunde, zweite Stunde. Dann kommt Prokura Handlungsvollmacht, dritte Stunde. Kaufmännisches Bestätigungsschreiben, haben Sie vielleicht schon mal im ersten Semester gehört. Dann kommt Handelskauf, das ist Kaufrecht, das haben Sie letztes Semester gehört. Dann kommen noch so ein paar andere Handelsgeschäfte. Und last but not least, für die Leute, die mal reich werden wollen, kommt dann Unternehmenskauf oder wie die Profis sagen, M&A, Mergers and Acquisitions, auch das in dieser Veranstaltung. So, letzter Punkt für heute. Können wir nach Hause gehen? Nein, dann kommen noch ein paar andere Sachen. Welche Paragraphen müssen Sie ungefähr kennen? Heute machen wir Paragraph 1 bis 7. Da steht drin, wer Kaufmann ist. Nächste Woche machen wir Paragraph 8 bis 16, da steht Handelsregister. Und davon müssen Sie nur Paragraph 15 kennen. Einen einzigen Paragraphen. Mann, ist das einfach. Dann kommt die Handelsfirma. Von der Handelsfirma müssen Sie nur kennen 17, 18, 25 bis 28. 17, 18, 25, 26, 27, 28 sind 6 Paragraphen. Das kriegen wir auch noch hin. Dann kommt Prokura und Handlungsvollmacht. Da lernen Sie nochmal wie im BGBAT, was ist Stellvertretung, eigene Willenserklärung in fremden Namen mit Vertretungsmacht. Dann kommen die Handelsgeschäfte, da wiederholen wir so ein bisschen Schuldrecht mit was ist Verzug, was sind Zinsen. Und dann kommt nochmal der Handelskauf, da lernen Sie nochmal Kaufrecht, was ist ein Sachmangel, was ist Nacherfüllung, alles Sachen, die Sie schon kennen. Sehen Sie, dann ist das Semester rum und Sie sind glücklich. So, heute wie gesagt Paragraphen 1 bis 7. Dazu beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist ein Gewerbe?
Dann überlegen wir uns, wie schreibe ich es in der Klausur, denn wir müssen ja hier ein bisschen auch mehr mit Fällen arbeiten. Wir haben keine AG, das heißt, wir müssen hier alles mündlich durchsprechen. Und dann lernen wir so tolle Ausdrücke wie Formkaufmann, Istkaufmann, Kannkaufmann, Fiktivkaufmann, Scheinkaufmann. Was das ist, müssen Sie jetzt nicht wissen, aber am Ende sollten Sie es mitgenommen haben. Haben Sie hierzu Fragen? Jetzt Ihre Chance. Pech gehabt. So. Bevor wir zum Kaufmann kommen, wiederholen wir nochmal ganz kurz BGBAT, und zwar da Paragraph 14. Ja. 14 BGB regelt nämlich, wer Unternehmer ist. Kennen Sie noch eine andere Regelung, wo das Wort Unternehmer auftaucht, die wir letztes Semester gemacht haben? Jetzt sagen Sie nicht Widerrufsrecht, sondern denken Sie an einen speziellen Vertrag, wo es einen Unternehmer gibt. Letztes Semester war Schuldrecht 1. Beim Verbrauchsgüterkauf haben wir Unternehmer einen Verbraucher. Haben wir noch einen anderen Vertragstyp, wo es jemanden gibt, der Unternehmer heißt? Außer im Kaufrecht. Ja, letztes Semester, ist schon lange her, gab es Ferien zwischen und Sommer und Sonne, jetzt ist kalt. Was fällt uns da ein? Vertragstyp mit Unternehmer ist der Werkvertrag. Beim Werkvertrag heißt der eine immer Unternehmer. Frage, ist derjenige, der in 631 BGB gemeint ist, auch automatisch immer Unternehmer im Sinne von Paragraph 14? Eine spannende Frage. Was meinen Sie? Ja, nein, vielleicht. Ist das derselbe, der da steht und der in Paragraph 14 steht? Paragraph 14 ist dieser Paragraph, ja, also. Wenn Sie das vergleichen, 14, Lex 31. 14, Lex 31. Ja, ist das derselbe Mensch? Ist jeder, der Unternehmer im Sinne von 631 ist, Unternehmer im Sinne von Paragraph 14? Ja? Nein. Nein. Nein ist mal eine gute Antwort. Jetzt die Frage, warum nicht? Woran fehlt es dem denn? Ja? Ja, nicht jeder Unternehmer im Sinne des Werkvertragsrechts muss das im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit ausüben. Wenn Sie zum Beispiel sich bereit erklären, bei Ihrem Nachbarn die Küche zu putzen, dann sind Sie Werkunternehmer, wenn Sie dafür Geld nehmen. Sie sind aber nicht Unternehmer im Sinne des Paragraphen 14, wenn Sie das nicht ständig machen und ein Reinigungsunternehmen aufmachen. Das heißt, Unternehmer heißt nicht überall im Gesetz dasselbe. Jetzt, das ist der Unternehmerbegriff des BGB. Wir haben eben gesehen, der spielt eine Rolle beim Verbrauchsgüterkauf. Da haben wir einen Verbraucher und einen Unternehmer. Kennen Sie noch andere Regelungen, wo der eine Rolle spielt? Letztes Semester. Ja, bitte, beteiligen Sie sich. Andere Regelungen? Gibt es nicht. Nie gehört. Unternehmer, letztes Semester. Taucht das Wort noch irgendwo auf? Ja. AGB-Kontrolle, Paragraph 310 Absatz 1. Was ist das Besondere bei AGB-Kontrolle bei Unternehmern, anders als bei der normalen in Anführungszeichen? 310 Absatz 1 BGB, was fällt Ihnen da auf? Ja. Ja, in der Tat, wir haben eine eingeschränkte Einbeziehungskontrolle nach 305 Absatz 2 und 308, 309 finden überwiegend keine Anwendung,
mit Ausnahme von 308 Nummer 1a und Nummer 1b. Wenn Sie die in Ihrem Gesetz nicht drin haben, brauchen Sie einen neuen Gesetzestext. Wo taucht es noch auf? Beim Widerrufsrecht 312 bis 312j BGB. Wo taucht es noch auf? 288 und 271a bei Verzug und Leistungszeitpunkt. Gut, das haben Sie hoffentlich alles letztes Semester gemacht. Wenn nicht, kommt das alles nochmal. Sehr schön, wird alles wiederholt. Dann, wenn Sie sich total interessieren für Steuern, dann gibt es auch ein Umsatzsteuergesetz. Und das Umsatzsteuergesetz kennt auch einen Unternehmerbegriff. Und die verlangt nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt. Da geht es um Mehrwertsteuer. Ja, Sie kennen das, Sie zahlen 19% Mehrwertsteuer. Und die können Sie weiterleiten, wenn Sie Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sind. Müssen Sie nicht wissen, weil Steuerrecht in NRW nicht zum Prüfungsstoff gehört. Wenn Sie Herrn Hüttemann beeindrucken wollen, merken Sie sich das und dann freut er sich, wenn Sie mal Steuerrecht hören. Verbraucher, ja? Aber der Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist nicht der Unternehmer im Sinne des BGBs, oder? Wenn wir die Merkmale vergleichen, dann brauchen wir... Brauchen wir hier ein Gewerbe? Gucken Sie sich den Umsatzsteuerbegriff an. Das ist exakt gleich. Der einzige Unterschied ist hier, Sie brauchen nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, während das BGB das versuchen, diesen beruflich zu umschreiben, was nicht identisch ist. Der BGB-Unternehmer muss kein Geld machen, der Umsatzsteuerunternehmer muss Geld machen. Ja, trivial. Gegenbegriff zum Unternehmer ist der Verbraucher, den kennen Sie auch. Das ist derjenige, der überwiegend weder beruflich, weder gewerblich noch selbstständig tätig ist. Das heißt, auch da wird wieder auf das konkrete Geschäft abgestellt. Testfrage. Wenn jemand sich denkt, er kann bei eBay jeden Tag 20 Paar Damenschuhe verkaufen, die er am Wochenende auf dem Trödelmarkt kauft. Ich kann Ihnen sagen, ich habe zum Beispiel, als ich studiert habe, einen Kommilitonen gehabt, der ist jeden Samstagmorgen um 7 Uhr zum Trödelmarkt gefahren und hat dann da erstmal vorab alle Damenschuhe abgegriffen und hat die dann bei eBay reingestellt und damit sein Geld verdient. Und er hat da mehrere tausend Euro mitgemacht. Also das ist nicht so schlecht, das Geschäftsmodell. Frage, sind Sie deshalb Unternehmer? Oder um einen konkreten Fall zu binden, er schreibt in seine AGB rein, ich schließe die Gewährleistung aus und eine Kundin möchte wegen eindeutig und irreparabel mangelhafter Schuhe ihr Geld zurück. Sie möchte also zurücktreten. Frage, kann sie das? Und dazu müssen wir ins BGB gucken und das BGB sagt uns, wann kriegt man sein Geld zurück? Im Kaufrecht. Das haben Sie letztes Semester gelernt. Wann kriegen Sie Ihr Geld zurück? Nie. Ach. So lange ist es her. Wann kriegen Sie im Kaufrecht Ihr Geld zurück? Ja? Wenn Sie wirksam vom Kaufvertrag zurücktreten. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Rücktrittserklärung. Die haben wir hier. Sie möchte Ihr Geld zurück. Das ist eine eindeutige Rücktrittserklärung. Wir brauchen weiterhin einen Rücktrittsgrund. Und worin könnte der Rücktrittsgrund hier liegen? Es sind so viele Leute hier. Das müsste eigentlich ruckzuck gehen. Statistisch gesehen müsste mindestens 80% von Ihnen müssten das wissen. Nämlich alle, die Klausur bestanden haben. Ja? 437 Nummer 2 in Verbindung mit 323 Absatz 1.
setzt voraus, wir brauchen einen Sachmangel. Die Schuhe sind hier eindeutig und irreparabel defekt. Damit liegt ein Sachmangel vor. Wir brauchen weiterhin eine Fristsetzung. Die Fristsetzung ist aber wann entbehrlich? Nach 326 Absatz 5 BGB. Ja, wenn die Leistung unmöglich ist. Ja, wenn die Nacherfüllung unmöglich ist. Welche beiden Formen der Nacherfüllung kennen wir? Wir kennen derer zwei. Und die eine heißt, wie heißt die eine? Wie heißt die andere? Ja? Nachlieferung und Nachbesserung. Kann man bei diesem Fall nachliefern? Kann er einen anderen mangelfreien Gegenstand liefern? Ja? Ja, es handelt sich hier um eine Stückschuld und anders bei den Gebrauchtwagenfällen hat er auch nicht mehrere zur Auswahl. Er kann nicht ein gleiches gebrauchtes Paar Schuhe liefern. Es gibt also keinen Ersatz. Die Nachlieferung ist unmöglich. Kann er nachbessern? Nein, denn der Sachverhalt sagt, es ist irreparabel. Also brauchen wir keine Fristsetzung. Also kann sofort zurückgetreten werden. Dann können wir noch gucken, da 23.5, Erheblichkeit, ja, alles kein Problem. Aber welches Problem stellt sich beim Rücktritt? Laut Sachverhalt? Ja? Ja, in der Tat, es sind alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen und das kann man grundsätzlich, siehe Paragraph 444. Wann kann man die Gewährleistungsansprüche nicht ausschließen? Wo steht, dass man sie ausnahmsweise nicht ausschließen kann? Ja, 475 Absatz 1, nämlich wann? Wann kann man sie nicht ausschließen? Ja, wenn es sich um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, das heißt, wir brauchen einen Kaufvertrag zwischen einem Unternehmer als Verkäufer und einem Verbraucher als Käufer. Frage, ist Herr Müller Unternehmer im Sinne von Paragraph 14 BGB? Das heißt, übt er eine selbstständige, gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit aus? Übt er selbstständig eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit aus? Und was sagen Sie dazu? Wie beurteilen Sie das in dem Fall? Beruflich? Ja, nein. Gewerblich? Selbstständig? Was meinen Sie? Ja, nein, vielleicht? Ja? Ja, in der Tat, es handelt sich hier um einen erheblichen Beitrag zu seinem Lebensunterhalt. Er macht das wiederholt und damit handelt er hier beruflich. Er refinanziert sich mit dieser Tätigkeit. Damit handelt er hier als Unternehmer. Der Käufer ist Verbraucher. Damit haben wir einen Unternehmer, einen Verbraucher. Die Schuhe sind bewegliche Sachen, also haben wir einen Verbrauchsgüterkauf, also kann man das Gewährleistungsrecht nicht ausschließen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, wenn Sie meine Vorlesung hatten, die zugehörige AG, wäre der Fall vom Ergebnis her anders, wenn er nicht Unternehmer wäre. Nur mal so für die Leute, die meine Vorlesung besucht haben und meine AG, also nicht meine persönliche AG, sondern meine AG-Unterlagen, wäre das anders. Es bleibt nichts übrig.
Wenn Herr Müller Verbraucher wäre, dann kann er grundsätzlich die Gewährleistung ausschließen. Aber was ist diese Erklärung, die er bei jedem seiner Angebote verwendet? Rechtlich. Bei jedem seiner Angebote von vielen. Man wird über die AGB-Kontrolle dann letztlich zum gleichen Ergebnis wahrscheinlich kommen. Ja, es handelt sich um eine allgemeine Geschäftsbedingung. Denn wenn Sie als Privatmann immer die gleiche Klausel verwenden, ist das eine AGB. Auch Privatleute können AGB verwenden bei eBay. Dann sind Sie in der AGB-Kontrolle. 310 sagt, nur wenn der Kunde Unternehmer ist, sind die 308, 309 ausgeschlossen. Das heißt, Sie müssen auch hier 309 anwenden. Und wenn Sie jetzt den Katalog des 309 durchgehen, worauf stoßen Sie dann hoffentlich? Ja. Wenn man ein Gesetz hat, weiß man es, sonst weiß man es nicht. Wenn man ein HGB hat, nützt einem das nichts. Sehen Sie, wo steht da was? Bei 309, gehen wir kurz durch. Ja? Bei Nummer 8, sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung. Ja, bei 309 Nummer 8 und Nummer 7, da kann ich grundsätzlich die Gewährleistung komplett nicht ausschließen. Und Sie wissen, selbst wenn ein Punkt nur unwirksam ist, ist die ganze Klausel weg und damit... Hier hat er nicht die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgenommen zum Beispiel, damit ist das schon unwirksam. Und er kann insbesondere auch nicht die Gewährleistung als solche ausschließen. Damit ist die Klausel auch unwirksam, wenn er Privatmann wäre. Sie merken also, in dem Fall wäre es noch nicht mal darauf angekommen, wenn Sie es als Klausur geschrieben hätten, hätten Sie es dahin stehen lassen dürfen. Kommt ja eh dasselbe raus. Nur mal so als Testfrage. Sie als alte Klausurexperten, kann man es da hinstehen lassen? Kommt immer das Gleiche raus? Ich schreibe nicht so viele Klausuren. Die müssen das auch wissen. Was meinen Sie? Weglassen, nicht weglassen? Dahin stehen lassen, ja oder nein? Ja, wir haben gerade gesehen, wenn er Unternehmer ist, ist der Gewährleistungsausschluss unwirksam, denn 475 sagt, ich darf die Gewährleistung nicht ausschließen. Wenn er nicht Unternehmer ist, ist der Gewährleistungsausschluss ebenfalls unwirksam, denn nach 309 Nummer 7 und Nummer 8 kann man die Gewährleistung in AGB nicht komplett ausschließen. Und diese Klausel hier ist eine AGB. Das heißt, wir haben festgestellt, egal ob er Unternehmer ist oder nicht Unternehmer ist, in beiden Fällen ist der Gewährleistungsausschluss unwirksam und er haftet hier auf Rückzahlung des Kaufpreises, denn der Rücktritt ist wirksam. Klausurfrage. Jetzt wissen Sie, es kommt ja gar nicht darauf an, ob er Unternehmer ist. Dürfen Sie jetzt in der Klausur schreiben, es kann dahin stehen, ob er Unternehmer ist, denn beide Wege führen zum selben Ergebnis. Der Richter würde das so machen, das kann ich Ihnen gleich sagen. Frage, dürfen Sie das auch in der Klausur? Oder sollten Sie das tun? Gibt das Pluspunkte oder Minuspunkte? Das müssen Sie ja wissen, denn Sie müssen Klausuren schreiben. Ja? 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 Wieso? Wir haben gerade gesehen, in beiden Fällen muss er zurückzahlen. Wenn er kein Unternehmer wäre, wäre es kein Verbrauchsgüterkauf, aber der Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises aus 346.1 besteht in beiden Fällen. Also, ja? Das ist jedenfalls klausurtaktisch extrem ungünstig, weil man dann ja inzident eine AGB-Kontrolle prüfen muss und dann ist es wahrscheinlich um einiges schneller, sich zu entscheiden, ob man
letztendlich nun ein Unternehmer hat oder nicht? Ja, also Sie dürfen es nicht dahin stehen lassen, weil der 309 findet nur Anwendung, wenn nicht die Norm ohnehin unwirksam ist. Wenn Sie 309 genau lesen, steht dann da, soweit eine Klausel nicht ohnehin gegen zwingendes Recht verstößt, ist sie unwirksam, wenn. Das heißt, wenn Sie 475.1 prüfen, schließen Sie damit automatisch AGB-Kontrolle in Bezug auf diesen Punkt aus. 475 ist vorrangig vor AGB-Kontrolle und damit dürfen Sie die AGB-Kontrolle nicht prüfen, wenn Sie die Unternehmereigenschaft bejahen. Damit dürfen Sie es aber nicht dahin stehen lassen, denn Unternehmer schließt die AGB-Kontrolle für diesen Fall aus und damit müssen Sie sagen, ob Sie weiterprüfen oder abbrechen. Das ist eine eindeutige Ja- oder Nein-Entscheidung. Das heißt, Sie dürfen das auf keinen Fall dahinstehen lassen, Sie müssen es entscheiden. So, ich habe nochmal zusammengefasst, wo es eine Rolle spielt. Erstens, immer dann, wenn der andere ein Verbraucher ist. Dann sind Sie bei 312 Informationspflichten, 312G Widerrufsrecht, 474 Absatz 1 Verbrauchsgüterkauf, Verbraucherdarlehensrecht, 491. Zweitens, AGB-Kontrolle, 310 Absatz 1, haben wir gerade gesehen. Wenn ich gegenüber einem Unternehmer einen Vertrag mache, ist die AGB-Kontrolle eingeschränkt. Die Einbeziehung geht dann nicht mehr nach 305 Absatz 2 und 308, 309 finden keine Anwendung. Und schließlich haben wir bestimmte Regelungen, 288 zum Beispiel oder 1031 Absatz 5 ZPO, wo ausdrücklich das Wort Unternehmer auftaucht oder steht, wenn nicht eine der Parteien Verbraucher ist. Dann wissen Sie, müssen Sie prüfen, ob jemand Unternehmer ist. Und dann müssen Sie prüfen, ob es eine selbstständige, berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ist. Und das setzt wiederum voraus, dass Sie prüfen, trägt es wesentlich zu seinem Unterhalt bei, kann er also zumindest ein bisschen sich davon ernähren oder in Urlaub fahren. Jetzt haben wir gelernt, wer Unternehmer ist und wir haben gelernt, dazu gehören Leute, die ein Gewerbe ausüben. Die Leute, die wir uns heute näher angucken, sind die Kaufleute. Die Kaufleute sind also Gewerbetreibende und die Kaufleute sind Unternehmer. Das ist der Aufbau. Es gibt auch Kleingewerbetreibende, die betreiben auch ein Gewerbe, sind aber keine Kaufleute. Und es gibt Freiberufler. Ja, das sind die Begriffe, die wir uns heute angucken. Und es gibt Bauern. Bauern, Land- und Forstwirte, die sind aus traditionellen Gründen keine Kaufleute, denn die kaufen ja nichts, sondern die bauen an. So können wir sich das merken. Ja, also wer selber anbaut, der ist kein Kaufmann im Sinne des Gesetzes. Gut, Unternehmer war der weiteste Begriff. Wenn Sie jetzt unser Bild gucken, kommt als nächstes dieser Unterbegriff. Wir bewegen uns jetzt diese Kette runter. Sehen Sie das? Ja, also wir fangen da oben an, das haben wir gerade gemacht. Jetzt kommt das zweite Kästchen. Was ist ein Gewerbe? Das hat verschiedene Merkmale. Zunächst mal setzt ein Gewerbe Selbstständigkeit voraus. Selbstständig ist derjenige, der nicht weisungsgebunden ist. Das heißt, jemand, der selbst entscheiden kann, wie, wo und wann er tätig wird. Ein Gewerbe muss weiterhin nach außen gerichtet sein. Das heißt, es reicht nicht, dass Sie einfach im stillen Kämmerlein Ihr Geld horten oder sich Ihr Gemüse im Garten anbauen, sondern es muss irgendwie mit Kauf, Verkauf, Angebot und Nachfrage zusammenhängen. Es muss irgendwas mit Markt zu tun haben. Es muss weiterhin planmäßig und dauerhaft sein. Das heißt nicht, dass es ganzjährig erfolgen muss. Wenn Sie zum Beispiel davon leben, dass Sie auf einer Messe einmal im Jahr Pommes verkaufen, dann kann das schon ein Gewerbe sein, auch wenn es nur einmal im Jahr stattfindet. Wenn Sie bei einem Konzert den Toilettenwagen betreiben, können Sie sich damit durchaus sanieren, wenn Sie es bei einem einzigen Konzert machen, an einem Abend im ganzen Jahr, weil die Leute zahlen Ihnen genug Geld, dass Sie danach in Urlaub fahren können. Es muss also nicht ständig passieren, es muss nur die Absicht da sein, dass Sie es immer wieder mal machen, um sich zu finanzieren. Und jetzt wird es schwierig. Ein Gewerbe, haben Sie eben gesehen im Schaubild, liegt nicht vor, wenn Sie freiberuflich tätig sind.
Was freiberuflich ist, ist wieder so eine deutsche Eigenheit. Das hat was mit Tradition zu tun. Freiberufler sind Leute, die nicht für Geld arbeiten, sondern für Qualität. Zum Beispiel Ärzte, Anwälte, Architekten. Die sind nicht geldgierig, sondern die machen das, um die Welt weiterzubringen. Und deshalb sind das keine Gewerbetreibenden, sondern Freiberufler. Dann kommen zwei streitige Merkmale. Das erste streitige Merkmal ist, muss ein Gewerbe auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein? Muss es ihnen aufs Geld ankommen? Oder reicht es einfach, dass sie tätig sind? Gucken wir uns gleich mal einen Fall etwas näher an. Und last but not least, muss ein Gewerbe legal sein? Oder können Sie auch ein illegales Gewerbe ausüben? Früher hätte man gesagt, das älteste Gewerbe der Welt. Heute würde man eher sagen, der Drogendealer, der Auftragsmörder, sind das Gewerbetreibende oder machen die das nur als Hobby? Ja? So, wir sehen also, wir haben vier Merkmale, die Sie unstreitig kennen müssen und zwei streitige Merkmale. Das Blöde ist, das müssen Sie jetzt leider mal auswendig lernen. Ich sage eigentlich, im Jura muss man nie was auswendig lernen. Das müssen Sie auswendig lernen, aus einem einfachen Grund, es steht nirgendwo. Es gibt keinen Paragraphen, wo Sie diese Merkmale finden können. Wenn Sie die also nicht beherrschen, lernen Sie die. Fangen wir mit dem ersten Merkmal an und gucken uns den Eismann an. Klaus Müller ist Franchise-Nehmer des Tiefkühl-Heimservice Eismann. Er hat ein festes Tätigkeitsgebiet, das heißt, er fährt in Bonn genau 6 Straßenblocks lang. Ein festes Sortiment, es gibt einen Katalog der Firma Eismann, wo bestimmte Sachen drinstehen, Torten, Fertiggericht und sowas. Und die Preise werden durch die Eismann AG festgesetzt, das heißt, ich kann auch nicht selber bestimmen, er hat einen Katalog, steht drin, was weiß ich, eine Torte kostet 10 Euro und er darf auch nur 10 Euro für die Torte nehmen, nicht etwa 12 oder 8. Die macht er auch nicht selber, die kauft er halt bei Eismann ein, das heißt, er hat das Sortiment und verkauft das für den Preis. Konkurrenzprodukte, also zum Beispiel welche von Bofrost oder welche, die er bei Aldi gekauft hat, darf er nicht vertreiben. Frage, ist er selbstständig oder ist er unselbstständig? Ich muss doch unselbstständig sein, weil er erweiterungsgebunden ist. Also es werden die Produkte, die er vertreiben darf, werden ihm vorgegeben, ebenso die Preise. Deswegen unselbstständig. Unselbstständig, weil ihm Produkte und Preise vorgegeben werden. Frage, kann man es auch anders sehen? Gibt es irgendwas, was dafür spricht, dass dieser Mensch selbstständig ist? Es werden ja nur seine Rahmenbedingungen vorgegeben. Er kann also durchaus sich überlegen, welche Straße er als erstes anfährt, wie er genau mit den Kunden umgeht, also sein Kundenkontakt, sein Werben, das ist ja nicht unmittelbar weisungsgebunden. Ja, es gibt durchaus breite Bereiche, wo er selber entscheiden kann, zum Beispiel, wie er sich halt präsentiert, ob er eine schicke Frisur hat, ob er freundlich ist, ob er unfreundlich ist, das kann er alles selber gestalten, in welcher Reihenfolge die Straßen abfährt, kann er auch entscheiden. Denken Sie mal ans Geld, wie wird er denn wohl bezahlt, Herr Müller? Was meinen Sie, wie viel Geld er kriegt? Ja, wahrscheinlich lebt er von den Einnahmen, die er durch die Verkäufe nimmt. Also er kauft von der Firma Eismann und verkauft an die Leute in seinen Straßen. In der Tat, er wird wohl davon leben, dass er irgendeinen Anteil kriegt von dem Verkauf, den er an die Kunden macht, gegenüber dem Einkauf, den er bei Eismann macht. Was ist der Unterschied zu einem Arbeitnehmer oder zu einem Angestellten, um es mal ganz trivial zu sagen? Wie wird ein Angestellter bezahlt? Er hat kein festes Gehalt. Er hat kein festes Gehalt. Und welche Rolle spielt möglicherweise das feste Gehalt für unsere Frage der Selbstständigkeit? Ist das wichtig, ob man ein festes Gehalt hat oder nicht? Meinen Sie, das ist für die Selbstständigkeit entscheidend? Eben haben wir doch gesprochen über Weisungsgebundenheit. Welche Rolle spielt denn da das Gehalt? Ja? Ja, sagen wir mal so, das ist ja praktisch das Druckmittel, dass man, wenn du jetzt nicht das und das so und so machst, dann kriegst du halt dein Gehalt nicht. Ja, und hier? Ja, hier kann er ja machen, was er will. Er kann ja auch seine Arbeitszeit festlegen und sagen, ich fahre die Strecken, die ich habe, machen darf, nur einmal in der Woche und nicht jeden Tag oder was. Und damit
ist er ja nicht wirklich weisungsgebunden. Er kann sich ja selber festlegen. Ja, er kann selber entscheiden, wie er es macht. Wenn er es schlecht macht, riskiert er halt, dass er kein Geld mehr verdient. Das heißt, er selber trägt ein gewisses unternehmerisches Risiko. Das heißt, unsere Testfrage ist, hängt es von seiner Entscheidung ab, ob er reich wird oder arm wird, oder hängt es von der Entscheidung seines Chefs ab, wie viel Geld er kriegt? Und was meinen Sie, hängt es von seiner Entscheidung ab oder von der seines Chefs, wie viel Geld er macht im Monat? Das ist die spannende Frage. Wer entscheidet, wie viel Geld er macht im Monat? Ja? Er selbst? Wirklich völlig frei? Ja? Ja. In der Tat, wenn er zum Beispiel im ärmsten Viertel der Stadt die Dinger verkaufen muss, kann er sich noch so viel Mühe geben, die Leute haben gar nicht das Geld, seine Produkte zu kaufen. Wenn die Produkte der Firma Eismann nach der Preisliste von Eismann total überteuert sind gegenüber dem Preis, den man bei Aldi bezahlt, wird auch keiner was bei ihm kaufen. Das heißt, er ist durchaus auch abhängig davon, wie viel Eismann ihm vorgibt. Und diese Frage ist total schwierig. Und wenn Sie irgendwann mal Arbeitsrecht sich näher angucken, werden Sie feststellen, das sind genau die Fälle, wo man streitet, ab welchem Punkt zu viel vorgegeben wird und er abhängig wird und wie lange er noch sozusagen selbstständig ist. Vereinfacht gesagt, je enger die Vorgaben sind, desto mehr wird er abhängig und nicht mehr selbstständig. Je mehr Gestaltungsspielraum er selber hat, desto eher ist er selbstständig. Im konkreten Fall tendiert man dazu zu sagen, der ist nicht selbstständig, weil die Produkte und Preise sind ihm vorgegeben und er ist auf ein bestimmtes Gebiet eingeschränkt. Damit ist seine Gestaltungsmöglichkeit extrem eingeschränkt und egal wie viel Mühe er sich gibt, er kann sozusagen über ein bestimmtes Einnahmelimit nie hinaus. Denn er ist total eingeschränkt in dem, was er machen darf. Damit hat er hier wohl keine Selbstständigkeit. Bei einer McDonald's-Filiale ist das anders. Da haben Sie keinen Gebietsschutz, kann nebenan McDonald's aufmachen, wenn Sie Pech haben. Und Sie können da sehr viel weitgehender tätig werden. Zum Beispiel auch müssen Sie nicht an jeder Werbeaktion teilnehmen. Da steht immer dran, nur in teilnehmenden Restaurants. Das gilt, weil Sie ausscheiden können. Sie können also sagen, bei mir darf man nicht McDonald's Monopoly spielen. Oder bei mir darf man keine McDonald's Cola-Gläser kriegen. Das können Sie machen, ist Ihre Entscheidung. Das machen die genau deshalb, damit die Restaurants weiter selbstständig sind. Zweites Kriterium, nach außen auftreten. Wir haben den Münzsammler Klaus Schmitz. Klaus Schmitz möchte jetzt seine Sammlung vervollständigen und wenn die dann vollständig ist, möchte er die Sammlung mit Gewinn verkaufen. Er sammelt also nicht etwa, weil er gerne sammelt, sondern weil er Geld machen will und wenn alle Münzen der Reihe da sind, will er die dann gewinnbringend als Gesamtkonzept verkaufen. Jetzt kauft er aber erstmal nur einen. Frage, betreibt er ein Gewerbe? Das ist langfristig, es ist selbstständig, das ist also nicht das Problem. Frage, ist es nach außen gerichtet? Was meinen Sie? Innen, außen? Ja? Naja, sowohl während der Zeit, wo er sammelt, ist er ja am Markt, nämlich als Käufer, aber dann auch am Ende, wo er es dann verkauft. Dann ist es ja schon. Ja. In der Tat, am Ende ist er auf jeden Fall als Verkäufer tätig. Frage ist, wenn er einkauft, ist das auch schon eine Tätigkeit am Markt? Wenn Sie morgens auf dem Weg zur Uni sich einen Kaffee bei Starbucks holen, ist das dann eine Tätigkeit am Markt oder ist das sozusagen reiner Verbrauch in Anführungszeichen? Ja. Jetzt würde ich ja sagen, wenn ich jetzt die Absicht habe, den Kaffee an der Uni mit Gewinn an meine Kommission zu verkaufen, dann arbeite ich schon beim Kaufen am Markt. Wenn ja. Ich selber trinke, dann verbrauche ich ihn halt. So, und jetzt wollen Sie den Kaffee einlagern im Keller, weil Sie denken, irgendwann Kaffeebohnen gehen aus, momentan Wirtschaftskrise. Ich sammle jetzt Kaffee fertig gekocht im Keller. Ich lege das an. Sie kaufen Goldbarren, die kaufen Sie aber nur ein, Sie verkaufen die nicht. Sie sammeln die nur, weil Sie die investieren wollen. Markt oder kein Markt? Der reine Einkäufer.
Sie kaufen und sammeln für schlechte Zeiten, die irgendwann mal eintreten können. Oder auch nicht. Es kann ja sein, dass er nie die letzte Münze kriegt. Das ist ja durchaus denkbar. Er sammelt und sammelt und sammelt und die letzte Münze fehlt. Auf ewige Zeiten. Dann stirbt er und seine Erben kriegen eine unvollständige Münzsammlung. Ja? Am Markt ist er schon beteiligt, ist nur nicht nach außen gerichtet. Ja, in der Tat, nach außen gerichtet und am Markt heißt aber im Wesentlichen dasselbe. Das heißt nicht zu sagen, am Markt heißt eine gewisse Marktrelevanz entfalten, einen gewissen stetigen Einfluss. Hier kann man drüber streiten, denn er ist durchaus auf langes Investment angelegt und will sozusagen auch wieder verkaufen. Er ist sozusagen eine Durchgangsposition am Markt. Das heißt, man könnte sagen, er ist nach außen tätig. Man kann aber auch sagen, er will erstmal nur sein eigenes Vermögen verwalten, im Sinne von Goldbarren im Keller hamstern oder hier Münzen im Safe hamstern. Und allein das Hamstern ist noch keine Gewerbetätigkeit. Sie müssen es darauf anlegen, dass Sie irgendwann auch wieder was nach außen weitergeben. Und das ist bei der potenziellen Sache noch nicht hinreichend gesichert. Planmäßig und dauerhaft, unser nächster Fall, Christian Schulte möchte in die Karibik fahren, deshalb möchte er seinen Haushalt auflösen und macht einen Flohmarktstand und verkauft da alles. Von der Unterhose bis zu alten Socken, bis zum Laptop, es wird alles verkauft, alles muss raus auf dem Trödelmarkt. Aber auch nur diese Woche. Dann ist alles verkauft und mit dem Geld, was er da verdient, fährt er in die Karibik. Frage: Übt er ein Gewerbe auf? Ja? Wir haben ja gesagt, dass eine gewisse Dauer vorsichtig sein muss. Wenn das eine einmalige Sache ist, um diesen Urlaub zu finanzieren, dann nicht. Genau. Also, wenn es keine Wiederholungsabsicht gibt, die es hier nicht gibt, ist es einmalig, das ist nicht planmäßig und damit ist es erledigt. Nochmal zur Abgrenzung. Der Messestand, der auch nur während der Messe stattfindet, ist planmäßig, weil da eine Wiederholungsabsicht besteht. Selbst wenn das nur ein, zwei Tage in der Messe ist, ich wiederhole das ja möglicherweise bei der nächsten Veranstaltung. Hier nur einmalig, das reicht nicht. So, der schwierige Freiberuflerfall, der sogar den BGH mal vor langer Zeit beschäftigt hat, die Apotheke. Im Stadtanzeiger wird eine seitengroße Anzeige gedruckt, wo steht, wir bieten an Zahnpasta, Melissengeist, Franzbranntwein, Babykost, Bio-Vital und vieles andere. Außerdem gibt es einen Faltprospekt, wo drin steht, es gibt den Familiensparpreis und den Stoppsparpreis. Frage, ist die Apotheke, die typische, die Sie alle kennen, wo es alles gibt von Haarshampoo bis zu Klopapier, ein Gewerbe im Sinne des HGB. Und ich habe Ihnen eben gesagt, kein Gewerbe üben die Leute aus, die für die Ehre arbeiten, wie Anwälte, Architekten, Ärzte, Zahnärzte, die alle nicht für Geld arbeiten, sondern für den Wohlstand der Allgemeinheit. Wie sieht das mit den Apothekern aus? Ich würde sagen, das Wort Apotheke ist total verfehlt, dass es eigentlich über die Marken, wo man dann einfach den Namen Apotheke gewählt hat. Deswegen. Ach, waren Sie schon mal in normalen Apotheke in Deutschland? Gibt es irgendeine Apotheke, wo Sie wirklich nur Medikamente kriegen? Ja, das natürlich nicht, aber die haben ja schon Medikamente. Die hat er wahrscheinlich auch. Die werden staunen. Aber ja, damit wirkt er ja nicht. Bei mir kriegen Sie auch Drogen. Hier Heroin, billig. Ja, also das interessante Phänomen ist, als das HGB geschrieben wurde, im 19. Jahrhundert waren Apotheken so kleine Leute, die hatten da so einen Mörser und haben dann so verschiedene Kräuter zusammengerührt und haben gesagt, das ist das Getränk, das heilt dich.
Da hat der Arzt Rezepte aufgeschrieben und gesagt, ja, Salicylsäure bitte wie folgt erstellen, so und so lange kochen und sowas. Und der Apotheker hat das dann gekocht und einem das Medikament gegeben. Diese Apotheken gibt es schon lange nicht mehr. Die heutige Apotheke ist ein bisschen so wie der Tante-Emma-Laden von vor 100 Jahren. Da gibt es einen Verkäufer, der verkauft Ihnen alles und auch ab und zu ein paar Medikamente. Und rein finanziell ist es auch so, dass ein Großteil der Einnahmen aus diesem nicht-medizinischen Bereich, also von den Produkten, die nicht apothekenpflichtig sind, entsteht. Irgendwelche Diätmittel, Sie kennen das, so Almased und Slimfast und was es alles gibt, das kriegen Sie alles in der Apotheke, damit machen die viel Geld. Und der BGH hat entschieden, in dem Moment, wo das einen relevanten Anteil an den Einnahmen ausmacht, ist man nicht mehr Freiberufler. Das heißt, sobald Sie anfangen, sich auf die Ebene des Supermarktes zu begeben, verlieren Sie das Privileg, zum Wohle der Menschheit tätig zu sein und üben ein schlichtes Gewerbe aus. Jetzt kommt der Teil für die Law and Economics Studenten, jetzt wird es richtig knifflig, mit dem Thema Gewinnerzielungsabsicht. Die katholische Kirchengemeinde Niederrixingen, das muss irgendwo in Baden-Württemberg sein, würde ich sagen, unterhält ein Leichenfuhrwesen. Das heißt, man kann eine Leiche für Geld von der Kirche zum Friedhof tragen lassen. Da kommen so Träger und die schleppen dann den Sarg bis zum Grab. Und davon nimmt sie Geld ein natürlich. Das Geld wird aber nur eingesetzt, um die Kirche zu sanieren und Flüchtlinge zu versorgen und für alle guten Zwecke. Die Kirche will also keinen Gewinn machen. Die Kirche macht das nur für den Glauben, damit ein neues Kreuz kommt und die Ziegel nicht von der Decke fallen. Frage, handelt die Kirche hier gewerblich? Ist das ein Gewerbe? Und das ist umstritten, kann ich Ihnen sagen, ob diese Voraussetzung Gewinnerzielungsabsicht vorhanden sein muss. Die Kirche macht es unstreitig nicht, um Geld zu machen. Es ist nicht so, als ob dann der Priester hingeht und sagt, cool, ein paar Hunderter für mich, die kassiere ich jetzt. Sondern es wird alles für arme, hungernde Kinder eingesetzt und die Renovierung der Kirchengebäude. Also es wird alles sozusagen direkt wieder für den eigentlichen Zweck, den wohltätigen Zweck investiert. Warum könnte man trotzdem sagen, die müssen als Gewerbe gelten? Obwohl die doch nur was Gutes tun wollen mit dem Geld. Die tun doch nur was Gutes. Ja? Ja, wir haben ja dann die armen Leute, die anderen, die das passiert ist, rein Wirtschaft. Ja, den Gewinn haben in der Tat die armen Leute. Ja? Ja, die machen ja Einnahmen, das ist ja auch eine nachhaltige Tätigkeit, aber der Gewinn, der wird halt nicht ausgeteilt an die Leute, die daran arbeiten, sondern man hat dann gespendet. Ja, in der Tat, die machen natürlich irgendwie einen Gewinn. Wäre es denn anders, wenn das kostendeckend wäre? Wenn die sagen, wir machen noch nicht mal Einnahmen, wir finanzieren damit nur den Vertrag mit dem Sargträger. Wir machen keinen Cent Gewinn. Jeder Cent, der reinkommt, wird an den Sargträger ausgezahlt. Wäre das okay? Würden Sie dann sagen, okay, dann das Gewerbe auf jeden Fall raus? Die machen keinen Gewinn, keinen Cent. Sie zahlen ihnen nur ihr Gehalt und das war's. Jeder Cent wird wieder in unsere Arbeitnehmer reingesteckt. Ist dann das Gewerbe weg? Was würden Sie dazu sagen? Ist das eine gute Lösung? Rein wie raus, genau Kostendeckung, perfekt auskalkuliert. Ja? Ja, macht der einen Gewinn? Der würde für seine Zeit bezahlt. Der hätte in der Zeit ja durchaus mehr Geld verdienen können. Er hätte ja Anwalt werden können und da Millionen scheffeln. Stattdessen trägt er einen Sarg, also. Sorgen Sie so, das ist immer schwer zu sagen. Denken Sie mal aus einer ganz anderen Perspektive. Denken Sie mal, was würde passieren, wenn die Kirche diese Dienstleistung nicht anbietet? Was würde dann passieren? Ja? Ja, dann würde jemand ein Gewerbe gründen, der das halt mit Gewinnabsicht macht. Dann würde jemand das Gewerbe betreiben, das mit Gewinnabsicht machen. Und welches Problem hat jetzt dieser Mensch, wenn die Kirche sozusagen vom Gewerbe befreit wird? Wenn wir sagen, die Kirche ist kein Gewerbe, für die Kirche gilt das alles nicht. Ja? Ist das, sag ich mal, für den Gewerbetreibenden, der das Gleiche macht,
unfair wäre, weil ja dann ja gar nicht gegen die Kirche ankäme, die ja den besseren Status hätte, sage ich mal. So ist es. Wenn wir einen Wettbewerber dadurch privilegieren, dass wir sagen, bestimmte Regeln gelten für dich nicht, du bist freigestellt vom BGB, dann haben wir das große praktische Problem, dass wir dadurch den Markt tot machen. Wenn wir anfangen und sagen, bestimmte Leute, für die gilt das Recht nicht, die sind außen vor, dann verhindern wir Wettbewerb. Und das ist grundsätzlich eigentlich immer schlecht, ganz einfach gesagt, weil wenn wir Wettbewerb kaputt machen, dann passieren schlimme Dinge. Und welche schlimmen Dinge das sind, das lernen Sie dann nicht bei mir, sondern bei Herrn Zimmer. Merken Sie einfach nur, es ist schlimm. Ohne Wettbewerb geht die Welt zugrunde. Ja? Ich habe noch eine Frage zur Freiberuflichkeit. Ja? Was meinen Sie, inwieweit man sich dort an das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz halten? Kommt gleich noch. Lassen Sie mir noch ein paar Minuten Zeit. Ich bin gut im Tempo dabei. Wir kriegen das noch hin. Gucken Sie, da kommt der Punkt Freiberufler. Da. Da sind wir noch nicht. Letzter Punkt. Unser letzter Unternehmer für heute, Boris Krumtschow, betreibt in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, ja, also nicht hier in Bonn, da ist man ganz anders, zahlreiche Unternehmen. Er hat verschiedene Subunternehmer, die verkaufen für ihn auf dem Vorplatz Drogen, verschiedene Levels, manche Heroin, manche Marihuana, manche auch Mischungen, je nachdem, er deckt den kompletten Markt ab. Und außerdem geht er zu den Döner-Schnellrestaurants und sagt hier, ich biete euch Sicherheitsdienstleistungen an, für eine Pauschale von 3.000 Euro im Monat sorge ich dafür, dass euch die Bude nicht abbrennt. Quasi eine Art Versicherung, würde man sagen. Und Boris Krumtschow macht damit durchaus nicht unerhebliches Geld im Monat. Frage, hat er ein Gewerbe? Ist Herr Krumtschow Gewerbetreibender? Klingt doch nicht schlecht, was der macht. Er macht viel Geld, steigert das Bruttosozialprodukt, das ist ökonomisch nicht schlecht. Was sagen Sie dazu? Ist der ein Gewerbetreibender? Ja, was meinen Sie denn? 50-50 Chance, ja oder nein? Ist das ein Gewerbe? Ja? Ich würde sagen, ja, weil ja sonst eigentlich ein straffreier Raum entstehen würde innerhalb von Verbrechen. Ja, in der Tat. Es könnte ein Gewerbe sein, aber würde das natürlich straffrei werden, wenn er kein Gewerbetreibender wäre? Was sagt das Strafrecht? Wodurch ist er strafbar? Das ist mal ein Test hier. Welche Straftaten? Das wollen wir gar nicht wissen. BTNG können Sie ja nicht, aber welche Beteiligung an der Straftat wird ihm wohl vorzuwerfen sein? Täterschaft und Teilnahme? BT1 oder eigentlich AT? Ja, jetzt aber. Hier die Fachleute. Sehe, ich bin begeistert hier über die strafrechtlich interessierten Teilnehmer. Gut, dass ich keine Probleme mit Strafrecht hier mache. Was meinen Sie? Ja? Könnte man auf jeden Fall Teilnahme an 21a Gesetz? Ja. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie die Rolle unter den Interessen oder sowas. 253 würde das schon sein, ja, denke ich schon. Ja, das denke ich auch. Also in der Tat, er wird hier als Anstifter oder sogar als Mittäter, als Bandenboss, hat er möglicherweise hier sogar unmittelbare Tatherrschaft, beteiligt sein, unabhängig davon, ob er Gewerbe macht oder nicht. Auch der Hobby-Drogendealer ist strafbar. Und der Gewerbebegriff des Strafrechts, da taucht auch mal das Wort gewerblich auf, ist etwas anders. Er sagt nur, es muss da regelmäßig zum Unterhalt, zum Lebensunterhalt dienen. Das wird hier auch der Fall sein. Die Frage ist nur, ist er Gewerbetreibender im Sinne des Zivilrechts? Was spricht dagegen? Oh, das ist alles illegal, 134 Verbotsgesetz, ganz schlimm. Frage, spielt das eine Rolle dafür, ob das illegal ist oder nicht illegal? Ob es ein Gewerbe ist? Und die Antwort lautet, die einen sagen ja,
Denn wir Zivilrechtler gucken uns diesen ganzen strafrechtlichen Unfug gar nicht an. Da stehen wir drüber. Das sollen mal die Strafrechtler machen, so im Dreck wühlen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die anderen sagen, nein, nein, es kann nicht sein, dass der hier anders behandelt wird, dass die Leute legal handeln. Das heißt, die Apotheken, die die Drogen mit Erlaubnis verkaufen, die müssen zumindest die gleichen Bedingungen erfüllen. Und damit hat der Mann hier auch die gleichen Rechte und Pflichten wie ein anderer Gewerbetreibender. Denn Gewerbe bringt meistens nur Nachteile mit sich, zum Beispiel, dass sie schlechte Lieferungen rügen müssen und Ähnliches. Dass er das Gewerbe mit illegalen Tätigkeiten füllt, ist sein Pech. Genauso wie wenn der Arzt ab und zu mal eine Kugel rausoperiert, wird er dadurch nicht automatisch die Zulassung ex ante verlieren. Müssen wir dann auch Gewerbesteuer zahlen? Nein, weil die einzelnen Geschäfte alle illegal sind, macht er damit keine legalen Einnahmen. Die werden eh alle eingezogen. Also das heißt, man ordnet Verfall an dem Straf, das Geld ist eh weg. Er müsste zwar Steuern zahlen, wenn er das Geld behalten dürfte, darf er aber nicht und damit hat er Pech gehabt. Das Geld geht komplett weg. Also geht alles in die Staatskasse. Schade eigentlich, aber gut, die Freiberufler. Ich habe eben gesagt, Freiberufler arbeiten nicht für Geld, die arbeiten für die Ehre. Und das steht in § 1 Absatz 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Die freien Berufe haben im Allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortlich und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber, und jetzt kommt nicht oder, sondern und der Allgemeinheit zum Inhalt. Ja? Also, man ist entweder besonders begabt oder besonders gut ausgebildet und dann tut man etwas für die Allgemeinheit. Und wer ist das? Es sind Architekten, Ärzte, Anwälte, nicht etwa die Leute, die freie Mitarbeiter heißen. Es hat also nichts mit Freiberuf, freie Mitarbeiter zu tun, sondern es hat was damit zu tun. Er ist über den normalen Bürger schwebend, er ist so ein bisschen besonders toll. Freiberufler zeichnen sich dadurch aus, dass sie üblicherweise Standesordnungen haben und Gebührenordnungen. Die kennen zum Beispiel das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz oder die Gebührenordnung für Zahnärzte, GOZ, oder die Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ. Da steht genau drin, wie viel ein Arzt normalerweise kriegt. Das heißt, die können ihr Gehalt nicht selber ausverhandeln, sondern die kriegen das vorgegeben. Es gibt standesrechtliche Regelungen, zum Beispiel, dass ein Anwalt nicht einfach irgendwie Werbung machen darf, im Sinne von, wenn jemand einen Unfall hat, dass die hinrennen und sagen, hier, verklag den Schädiger. Das dürfen sie als Anwalt in Deutschland nicht. Sie dürfen auch nicht unbedingt reißerische Werbung machen, so, ich hau ihre Gegner weg, wie man es in Amerika mal so kennt, also so Breaking Bad mäßig. Und insbesondere dürfen Anwälte auch keine OHG oder KG gründen, sondern die können nur eine Partnerschaftsgesellschaft gründen. So, das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz müssen Sie nicht kennen in Nordrhein-Westfalen. Es reicht, dass Sie wissen, dass in § 1 Absatz 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, wenn Sie irgendwann mal groß sind und einen Schönfelder haben, dann werden Sie feststellen, das hängt direkt hinter dem HGB. Dann können Sie jetzt gucken bei Ordnungsziffer 50a. Wenn Sie das nicht machen, passiert Ihnen auch nichts Schlimmes, denn das müssen Sie nicht im Detail wissen. Merken Sie sich nur, Freiberufler üben kein Gewerbe aus, denn sie werden nicht für Geld tätig, sondern zum Wohle der Allgemeinheit. Also wenn Sie irgendwann mal Anwalt werden, tun Sie es nicht fürs Geld. Merken Sie sich das. Sie tun es nur für unser aller Wohl. So, das war Gewerbe. Erinnern Sie sich noch an das Schaubild von ganz am Anfang? Nö, haben Sie das vergessen? Das Schaubild, für alle, die es vergessen haben, was so aussah, wir haben jetzt dieses Kästchen erledigt und dieses Kästchen. Ja? Wir wissen also, Gewerbetreibende sind die mit den vier Merkmalen und Freiberufler sind die Leute, die nicht für Geld arbeiten, sondern für die Allgemeinheit. Jetzt kommen wir endlich in dieses tolle Feld und Sie können sich da einfach merken, alle, die nicht Kaufleute sind, aber ein Gewerbe ausüben, sind Kleingewerbetreibende. Das heißt, wir müssen uns nur noch dieses letzte Kästchen angucken. Das ist sogar extra klein, das ist dann einfach.
Warum müssen wir überhaupt wissen, wer Kaufmann ist? Ganz einfach, weil die Normen des HGB setzen voraus, dass irgendjemand Kaufmann ist. Erst dann, wenn Sie festgestellt haben, jemand ist Kaufmann, findet irgendwas aus dem HGB Anwendung. Wenn es gar keinen Kaufmann im Sachverhalt gibt, brauchen Sie das nie zu sagen. So, jetzt kommt was Wichtiges. Und das ist deshalb wichtig, weil ich es schon 1 Million Mal gelesen habe und nicht nochmal lesen möchte und obwohl ich es jetzt sage, es trotzdem wieder passieren wird. Sie prüfen nicht als ersten Punkt in der Klausur, es könnte hier ein Kaufmann vorliegen, sondern Sie prüfen ganz normal einen Anspruch aus 433 oder einen Anspruch aus 631 oder aus 346 oder sonst was. Und irgendwo mag es einen Paragraphen geben, der im HGB steht. Ja, sagen wir zum Beispiel 377 HGB, wo drin steht, ich muss mangelhafte Ware rügen. Und erst an dem Punkt, wo dieses Ding auftaucht, prüfen Sie zum ersten Mal, ob jemand Kaufmann ist. Erst an dieser Stelle, nicht vorher. Das heißt, Sie prüfen das als Voraussetzung einer Norm, nicht als ersten Punkt der Prüfung, sondern erst dann, wenn es auf die Voraussetzung ankommt. Das ist genau wie bei AGB. Wenn der Klausur AGB auftaucht, prüfen Sie auch nicht als erstes, es können die AGB vorliegen. Sondern Sie prüfen erst da, wo es auf die Klausel ankommt, ob die AGB bzw. diese konkrete Klausel wirksam ist. Kaufmann zu sein, ist meistens relativ schlecht. Kaufmann zu sein bedeutet nämlich, Sie müssen sich ins Handelsregister eintragen lassen. Dazu müssen Sie zum Notar, das muss nämlich beglaubigt werden, das kostet Geld. Und Sie müssen Registergebühren zahlen. Das ist traurig, das kostet Sie Geld. Zweitens müssen Sie Handelsbücher führen. Das heißt, Sie müssen Bilanzen machen, Sie müssen eine Gewinn- und Verlustrechnung machen, Sie müssen inventarisieren. Das macht keinen Spaß. Das heißt, Kaufmann zu sein, bringt Pflichten. Die Zahl der Rechte, die die Kaufmannseigenschaft bringt, ist relativ gering. Das können Sie an einer Hand ungefähr abzählen, was Sie davon an Vorteilen haben. Der interessanteste Vorteil mag sein, dass Sie eine Rügeobliegenheit haben. Das heißt, wenn Sie als Kaufmann einem anderen Kaufmann etwas verkaufen, dann muss der unverzüglich gucken, ob die Sache mangelhaft ist und unverzüglich diese Mangelhaftigkeit melden. Tut das nicht, hat er Pech gehabt, keine Gewährleistung mehr. Das heißt, Sie haben Rechtssicherheit innerhalb von ein paar Tagen, während Sie sonst halt 2 Jahre warten müssen, ob nicht doch noch was passiert. Das schafft Ihnen Rechtssicherheit. Das ist so ziemlich der einzige Vorteil. Wenn hier steht, höherer gesetzlicher Zins, das denken Sie, Zinsen, cool. Der gesetzliche Zinssatz im BGB beträgt sage und schreibe 4%. Und der unheimlich hohe gesetzliche Zinssatz im HGB beträgt sage und schreibe 5%. Ja? Also für diesen 1% mehr müssen Sie sich eintragen lassen, die Gebühren bezahlen und Bücher führen. Das ist nicht sehr attraktiv. Ja? Sie können es aber. Ist okay. Wenn Sie es freiwillig wollen, viel Spaß dabei. Das ist ein Kaufmann. Das ist Detlef Reinke aus Hamburg. Detlef Reinke ist eingetragener Automobilkaufmann und bei dem können Sie Autos kaufen. Ja? So sieht ein Kaufmann aus. Gut, jetzt wissen wir, wie einer aussieht. Das Gesetz sagt, Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Also die nochmal genau eine Voraussetzung, nämlich Handelsgewerbe. Ja? Kaufmann setzt voraus, dass er ein Handelsgewerbe betreibt. Wer betreibt ein Handelsgewerbe? Das steht in § 1 Absatz 2. Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen kaufmännischerweise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Ja, klar. Außerdem haben wir eine Fiktion in § 2. Ein gewerbliches Unternehmen gilt als Handelsgewerbe, wenn die Firma im Handelsregister eingetragen ist. Das bedeutet, wir haben zwei Möglichkeiten.
Entweder es ist nach Art und Umfang groß, dann ist es Kaufmann, ohne dass was weiteres passiert. Automatisch Kaufmann von Geburt an. Oder es ist im Handelsregister eingetragen. Dann ist es Kaufmann durch Eintragung. So einfach ist Handelsrecht. Schon alles erledigt, jetzt können wir nach Hause gehen, fertig. Nein, es geht nämlich noch weiter. Es gibt nämlich einen bösen Paragraphen und das ist Paragraph 6. Und Paragraph 6 sagt, die in Betreff der Kaufleute gegebenen Vorschriften finden auch auf die Handelsgesellschaften Anwendung. Wenn wir es auf Deutsch formulieren, bedeutet das, überall, wo steht, eine Gesellschaft ist Handelsgesellschaft, können Sie das Wort Handelsgesellschaft durch Kaufmann ersetzen. Handelsgesellschaft gleich Kaufmann. Das nützt Ihnen auch nichts. Warum nicht? Weil Sie nicht wissen, was Handelsgesellschaften sind. Und da kann ich Ihnen einen einfachen Tipp geben, und das ist das Inhaltsverzeichnis des HGB. Das hat ein Inhaltsverzeichnis, man glaubt das kaum. Und wenn Sie das Inhaltsverzeichnis gucken, gibt es da ein zweites Buch, ja, das erste Buch, Handelsstand, gucken wir uns gerade an. Und es gibt ein zweites Buch, das heißt praktischerweise Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft. Daraus können wir zwei Dinge folgern. Erstens, alles, was da drunter steht, sind Handelsgesellschaften. Und zweitens, die stille Gesellschaft ist wohl keine Handelsgesellschaft. Denn sonst würde es nur Handelsgesellschaften heißen. Das Ganze hat praktischerweise nur drei Abschnitte. Sie sehen das 1, 2, 3. Und daher wissen Sie, was sind die Handelsgesellschaften nach dieser Logik. Ach, sehen Sie, so einfach ist Jura. Man muss mit Inhaltsverzeichnis gucken, schon weiß man es. Oder auch nicht. OHG und KG. Ja, OHG und KG sind die Handelsgesellschaften. Die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft. Die stille Gesellschaft nicht. Denn sonst würde es ja heißen, Handelsgesellschaften, unter anderem stille Gesellschaft. Die stille Gesellschaft ist keine Handelsgesellschaft. Jetzt wird es schwieriger. Normen, die Sie nicht kennen müssen. Paragraph 3 Aktiengesetz. Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft. Das heißt, auch Aktiengesellschaften sind Handelsgesellschaften und damit automatisch Kaufleute. Wenn in einer Klausur also irgendwo das Wort Aktiengesellschaft auftaucht, wissen Sie, die Aktiengesellschaft ist Kaufmann. Und das Gesetz geht sogar noch weiter. Sie ist selbst dann Handelsgesellschaft, wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht. Und das ist für Sie in der Klausur total super. Warum? Was müssen Sie nämlich deshalb nicht prüfen? Ja. Ob ein Handelsgewerbe vorliegt. Und das heißt, alles, was wir vorher gemacht haben mit Gewerbe, müssen Sie nicht prüfen, da steht AG. AG könnte genauso gut stehen, Kaufmann. AG ist automatisch Kaufmann, Sie müssen nichts weiter prüfen. Das müssen Sie nicht auswendig wissen, weil die AG nicht Prüfungsstoff ist in NRW. Das ist Prüfungsstoff, die GmbH. Und im GmbH-Gesetz steht auch, die Gesellschaft gilt als Handelsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Das bedeutet, jede GmbH ist automatisch Kaufmann und da gilt dasselbe wie bei der AG. Sobald da steht GmbH, müssen Sie nicht mehr prüfen Gewerbe oder irgendwie Art und Umfang. Es ist automatisch Kaufmann. Problem gelöst. So, damit Sie jetzt nicht komplett einschlafen, testen wir mal, wie viel hängen geblieben ist. Schauen Sie sich das mal an. Und wir testen mal, welche dieser drei Unternehmen sind denn Kaufleute im Sinne des HGB. Und das müssen Sie jetzt wissen. Dazu brauchen Sie das Internet. Das Internet. Ha, sehen Sie, endlich mal eine Pause. Hä? Ist das auch hier drauf? Nein. Sie müssen auf die Seite gehen, die da unten steht. vote.hhu.de.
Ja, in der Tat, 129 haben richtig geantwortet, ein paar haben falsch geantwortet. Die Deutsche Bank AG hat welche Rechtsform, wie wir gerade sehen? Wenn die AG heißt, ist sie wohl eine Aktiengesellschaft. Und was haben wir gerade vor 2 Minuten über die Aktiengesellschaft gelernt? Die Aktiengesellschaft ist automatisch Kaufmann und übt damit ein Gewerbe aus. Was ist mit der Partnerschaft von Rechtsanwälten? Ja? Ja, Rechtsanwälte sind Freiberufler und üben damit kein Gewerbe aus, auch wenn sich mehrere Rechtsanwälte zusammenfinden. Auch wenn das eine große Kanzlei ist mit vielen tausend von Anwälten, bleibt es wohltätig, großzügig im Interesse der Allgemeinheit. Die Freunde und Förderer der Universität Bonn e.V. Wofür steht denn e.V.? Evangelisch oder was bedeutet das? Ja? Eingetragener Verein. Was ist denn ein eingetragener Verein? Übt ein eingetragener Verein ein Gewerbe aus? Ja. Grundsätzlich ist ein eingetragener Verein ein Idealverein. Ja. Der also kein Gewerbe hat. Ja. Alle eingetragenen Vereine müssen Idealvereine sein. Wenn sie kein Idealverein sind, müssen sie sich genehmigen lassen. Das machen aber nur die wenigsten, nämlich sowas wie zum Beispiel die GEMA, die kennen das für Musik, oder die VG Wort. Der normale Mensch lässt sich genehmigen, lässt sich eintragen. Vereine üben kein Gewerbe aus. Vereine handeln auch im Interesse ihrer Mitglieder und machen kein großes Geld. Ergebnis, nur die AG ist hier Kaufmann. So, zum Abschluss der heutigen Veranstaltung, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, gucken wir uns einen kleinen Fall an. Jetzt gehen schon wieder Leute, Sie sehen, das Wort Fall ist immer böse. Die AAG liefert der BGmbH einen PC. Das Gerät wird im Lager abgestellt, ist nach einem Monat in Betrieb genommen. Dabei zeigt sich, dass die Festplatte nicht funktioniert. Der Geschäftsführer der BGmbH verlangt den Austausch der Festplatte. Zu Recht. Ja, der Fall ist nicht schwer. Der ist kurz, den kann ich auf eine Folie bringen. Frage, was könnte hier die Anspruchsgrundlage für den Austausch der Festplatte sein? Ich gebe Ihnen einen Tipp, das steht nicht im HGB, denn sonst wäre die Frage unfair. Das steht nicht im HGB, das müssen Sie einfach nur so locker wissen vom letzten Semester noch. Ja? Ja, 437 Nummer 1 BGB in Verbindung mit 439 Absatz 1 BGB. Ja, jetzt fragen Sie sich, was steht da? Ich habe ja kein Gesetz. Das habe ich für Sie auf diese Folie geschrieben. Sehen Sie, ist die Sache mangelhaft? Kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht also bestimmt ist, Nacherfüllung verlangen? Und der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Gut. Was sind die Voraussetzungen dieser Normen? Was brauchen wir dafür? Ja? Dass ein Mangel bei Gefahrübergang vorliegt. Ja, vorher noch? Einen Kaufvertrag. Der setzt zwar eine Willenserklärung voraus, die haben wir. Also haben wir einen Kaufvertrag. Ja, Kaufvertrag, erinnern Sie sich alle, 433 heißt, der eine muss eine Sache verschaffen und der andere muss dafür bezahlen. Und die Sache muss frei von Sach- und Rechtsmängeln sein. Haben Sie alle schon mal gehabt? 145 kennen Sie auch. Das ist die Schließung eines Vertrages, jemandem antragen, daran ist man gebunden. Gut, haben wir alles. Jetzt kommen wir endlich zu dem, was die Kollegin eben gesagt hat. Wir brauchen nämlich einen Sachmangel.
Sachmangel ist definiert in 434 Absatz 1. Sie erinnern sich, vereinbarte Beschaffenheit. Dann müsste die tatsächliche Beschaffenheit von der vereinbarten Beschaffenheit abweichen. Sehen wir hier eine Vereinbarung? Nein, stand nichts von dem Sachverhalt, also nichts. Was kommt dann als nächstes, wenn wir das verneint haben? Ja, raten Sie mal, wir gucken einen Satz weiter. Jedoch könnte hier die fehlende Eignung zur vereinbarten Verwendung vorliegen. Ein PC wird erworben zum Benutzen, was bei defekter Festplatte nicht möglich ist. Also ist der PC für die vereinbarte Verwendung nicht geeignet, er ist also mangelhaft. Ja, sehen Sie, da, das steht da drin in Satz 2. So einfach ist das. Haben wir bisher HGB gebraucht? Nö. Haben wir bisher irgendwas bei Kaufmann schreiben müssen? Nö. Gut. Der Mangel muss bereits bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Die Gefahr geht nach 446 mit der Übergabe über. Hier war die Festplatte offenbar bereits zu diesem Zeitpunkt defekt, also lag der Mangel bei Gefahrübergang vor. Ja, 446, mit der Übergabe geht die Gefahr über, vorher liegt die Gefahr beim Verkäufer. Gut. Wo kommt jetzt das HGB ins Spiel? Ja? Ja. Die Gewährleistung also ausgeschlossen sein. Ja. Dafür müsste ein Handelsgeschäft im Sinne von 343 Absatz 1 vorliegen. Gut. Stopp, machen wir mal. Also, erstmal, die Abweichung könnte genehmigt sein. 377 Absatz 2. Genehmigung heißt, beide Parteien sind sich einig, dass die mangelhafte Sache zur Erfüllung geeignet sein soll. 377 HGB sagt, unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Gilt als genehmigt, das ist eine Fiktion, das heißt, es kommt auf den Willen nicht an, die Genehmigung tritt auch gegen seinen Willen ein. Das setzt voraus, wenn Sie mal Absatz 1 gucken, einen Kauf. Kauf haben wir gerade geprüft, liegt vor. Der Kauf muss weiterhin ein Handelsgeschäft sein. Sehen Sie, das habe ich gelb markiert für Sie. Und dann muss die Sache unverzüglich geprüft und unverzüglich gerügt werden. Handelsgeschäft ist legal definiert in 343 Absatz 1. Handelsgeschäfte sind alle Geschäfte eines Kaufmanns, die zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören. Also, was brauchen wir als erste Voraussetzung für ein Handelsgeschäft, wenn wir uns diese Norm so angucken? Wenn Sie diese Norm so sehen, was ist die erste Voraussetzung, die wir prüfen müssen? Ja? Ja, es müssen beide Kaufleute sein. Es muss ein beiderseitiges Handelsgeschäft vorliegen, denn da steht, es muss für beide Teile ein Handelsgeschäft sein. Also gucken wir uns zunächst mal die AAG an. Ist die AAG Kaufmann? Ja, nach § 3 Absatz 1 Aktiengesetz. Ja, nach § 3 Absatz 1 Aktiengesetz ist die AAG eine Handelsgesellschaft. Alle Handelsgesellschaften sind nach § 6 HGB automatisch Kaufleute. Also ist die AAG ein Kaufmann. Ja? Wie sieht das aus bei der BGmbH? Was haben wir dazu gelernt? Ist die BGmbH auch ein Kaufmann? Ja? Nach § 13 Absatz 2 GmbH. Ja, nach § 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz ist auch die BGmbH, ein Kaufmann. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf unseren 343, reicht es, dass beide Leute Kaufleute sind? Oder brauchen wir noch was Zusätzliches? Wenn Sie diese Norm sich so angucken, reicht es, dass man Kaufmann ist?
Ja, nein, vielleicht. Ihre Chance, jetzt was zu sagen. Ja? Ja, die Geschäfte, die da getätigt werden, geworden sind, müssen ja auch noch zum Betrieb des Handelsgewerbeamtes gehören. Ja. Gehören. Da hatten Sie eben auf der Folie stehen, dass bei Personen, bei Gesellschaften immer der Fall ist, weil die gar kein Privatleben haben, zu dem es alles gehören könnte. So ist es. 343 sagt, das Geschäft muss zum Gewerbe gehören. Damit ist Folgendes gemeint. Wenn Sie eine Oma haben und die Oma hat einen kleinen Laden und in dem Laden verkauft sie ihre selbstgemachte Marmelade, dann mag sie das im Handelsregister eintragen und Kauffrau werden. Wenn Ihre Oma Ihnen dann aber zu Weihnachten eine Playmobil-Sammlung schenkt, dann ist die Oma da nicht als Kaufmann tätig, sondern als Oma. Also Omas haben ein Privatleben. Oder wenn die Oma sich ein neues Gebiss kauft, ist sie auch nicht tätig als Kauffrau, sondern als arme alte Dame. Ja? Also Menschen haben ein Privatleben. Aktiengesellschaften und GmbHs haben kein Privatleben. Die sind immer nur fürs Geld tätig. Das heißt, jeden Morgen steht die GmbH auf und denkt nur ans Geld. Und die AG denkt auch nicht an ihr Privatleben. Also es gibt keinen Urlaub der Bayer AG oder der Siemens AG. Selbst wenn die Aufsichtsratsmitglieder sich irgendwo in einem Hotel vergnügen, ist das nicht der Urlaub der AG. Ja? Gut. Jetzt haben wir also zwei Handelsgeschäfte. Also haben wir einen beiderseitigen Handelskauf. Und jetzt können Sie wieder mit Ihrem brillanten Wissen glänzen. Wir brauchen jetzt als Nächstes eine unverzügliche Prüfung der Ware. Was heißt denn nochmal unverzüglich? Ja? Ohne schuldhaftes Zögern. Und wo steht das, dass es ohne schuldhaftes Zögern bedeutet? Das wissen Sie einfach auswendig, das ist ja toll. Aber es steht auch im Gesetz. Ja? 121 BGB, Absatz 1, da geht es um die Anfechtungsfrist und das gilt hier auch. Ohne schuldhaftes Zögern. Und jetzt kommt der Gedächtnistest, das ist so ein bisschen der Zaubertrick. Wie war das denn hier im Sachverhalt? Was ist hier passiert mit dem PC, der geliefert worden ist? Ja? So ist es. Er wurde ins Lager abgestellt und einen Monat später wurde festgestellt, dass er defekt ist. Frage, ist es ohne schuldhaftes Zögern, wenn der Computer einen Monat im Lager steht? Was heißt denn schuldhaft? Fragen wir mal so an. Woher wissen Sie denn, was Schuld überhaupt heißt? Schuld und Sühne, großer literarischer Roman. Frage, was heißt denn Schuld? Ja, genau, es ist schuldhaft. Schuldhaft ist alles, was in der Verantwortung des Schuldners liegt, also desjenigen, der die Obliegenheit erfüllen muss. Das heißt, wir prüfen hier, haben die fahrlässig gehandelt? Fahrlässig handelt man wann? Woher wissen Sie das? Wenn Sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen, 276 Absatz 2 BGB, ein vernünftiger Mensch wartet nicht einen Monat ab, guckt sofort. Also haben Sie schuldhaft gezögert. Also kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem. Gilt die Sache als genehmigt? Also entsprach die Ware doch der Vereinbarung, denn ist ja genehmigt, also wollten die es ja wohl so. Also ist die Ware nicht mangelhaft. Also gibt es keinen Anspruch auf Nachbesserung, also gibt es auch keine Reparatur. Wir sehen also, so einfach ist Handelsrecht quasi wie im ersten Semester.
So, wir sehen uns dann nächste Woche wieder.